Tagesordnungspunkt 10, nämlich es geht wieder um die Verlängerung eines Bundeswehreinsatzes, aber jetzt ist es ein anderer, nämlich einer im Mittelmeer, Operation Active Endeavour. Das ist ein Einsatz im Rahmen des sogenannten Antiterrorkampfes. Es geht ganz wesentlich um Seeraumüberwachung. Die Bundesregierung beantragt eine Verlängerung. Allerdings soll der Einsatz etwas verkleinert werden, nämlich von 700 auf 500 Soldaten, wieder Bundesaußenminister Steinmeier. Das Mandat und Beteiligung der Bundeswehr an Operation Active Endeavour hat geendet am 31. Dezember vergangenen Jahres. Wir bringen Ihnen heute einen Antrag ein, mit dem wir um Zustimmung zur Fortsetzung der deutschen Beteiligung unter allerdings veränderten Bedingungen bitten. Das ist eine Zäsur. Und auch wenn einige das vielleicht anders sehen wollen, es ist gerade kein einfaches Weiter-so. Warum Zäsur? Weil diese Operation, von der ich rede, vor mehr als 12 Jahren als Reaktion auf die Terroranschläge von 9/11 beschlossen wurde. Sie dient, und so sagt es die NATO-Beschlussgrundlage von damals, sie dient der Abwehr terroristischer Bedrohung im Mittelmeer. Sie fußte damals auf dem Selbstverteidigungsrecht aus dem Charta der Vereinten Nationen und der Beistandsverpflichtung Artikel 5 NATO-Vertrag. Ich sage das nur deshalb, weil Sie alle wissen, die Einsatzrealität nicht nur heute, sondern seit einigen Jahren ist eine deutliche andere. Nicht nur von uns, sondern von vielen NATO-Partnern wird die terroristische Bedrohung im Mittelmeer heute als äußerst gering eingeschätzt. Nicht mal die Einsatzregeln der Operation Active Endeavour sehen Eingriffsbefugnisse zur Bekämpfung terroristischer Bedrohungen vor. Stattdessen hat sich eben die ganze Operation zu einer Aufklärungs- und Beobachtungsmission entwickelt, sozusagen eine Art Kooperationsplattform mit den Mittelmeeranrainern. Und in dieser Form ist das auch aus meiner Sicht, meine Damen und Herren, heute eine nützliche und zeitgemäße Mission. Warum nützlich und zeitgemäß? Weil wir ein gemeinschaftliches Interesse daran haben müssen, dass wir ein möglichst lückenloses Lagebild im Mittelmeer haben, dass wir beobachten, wo sich potenzielle Risiken entwickeln können, wo sich wichtige Veränderungen ergeben, die zu beachten sind. Und diese Beobachtung und diese Sachaufklärung, das leistet die Mission, für deren Zustimmung wir heute werben hier bei Ihnen. Ich sehe es so, dass zwischen dem ursprünglichen Auftrag und der Operation heute eine Lücke klafft, auf die wir Einfluss nehmen müssen, politisch. Und deshalb haben wir Schlussfolgerungen gezogen und einige Änderungen in das Ihnen vorliegende Mandat eingefügt. Zum Beispiel haben wir diejenigen Befugnisse gestrichen, die durch die heutige Einsatzrealität eben nicht mehr zu rechtfertigen sind. Das betrifft zum Beispiel die ganze Kontrolle des Seeverkehrs. Das betrifft die Unterstützung spezifischer Operationen der NATO als Reaktion auf terroristische Aktivitäten, wie es damals hieß. Und wir haben die Personalobergrenze noch mal weiter runtergesenkt von 700 auf 500 Soldatinnen und Soldaten. Wir haben die Laufzeit auf 11 Monate gekürzt. Um auch auf diese Weise deutlich zu machen, das soll so etwas sein wie ein Übergangsmandat, weil wir in diesem Mandatstext das Mandat weiterentwickeln, aber im Grunde genommen auch zum Ausdruck bringen wollen, wir müssen das Mandat selbst auf eine zeitgemäße Begründung stützen. Der NATO, der Bündnisfall kann im Grunde genommen heute 12 Jahre, 13 Jahre nach 9/11 nicht mehr dauerhaft tragfähige Rechtsgrundlage sein, sondern wir müssen jetzt die Rechtsgrundlage für eine Beobachtungs- und Überwachungsmission schaffen, wie ich sie vorhin geschildert habe. Das ist etwas, das obliegt jetzt dem Außenminister und der Verteidigungsministerin, mit den Kolleginnen und Kollegen der NATO zu verhandeln. Ich glaube, dass wir viel Unterstützung darin haben bei vielen NATO-Partnern, aber Sie kennen auch das Prinzip Einstimmigkeit, das in der NATO gilt. Und deshalb müssen wir unsere Bemühungen jetzt, Frau Kollegin, darauf richten, insbesondere zwei NATO-Partner, die in diesem Punkt noch anderer Meinung sind,
zu überzeugen und darauf setzen, dass bis zum Jahresende dieses Jahres wir dann eine, wie ich finde, zeitgemäße und richtige Rechtsgrundlage für eine Beobachtungsmission geschaffen haben. Herzlichen Dank. Ich bitte um Zustimmung. Soweit Bundesaußenminister Steinmeier. Nächster Redner ist jetzt für die Fraktion Die Linke Stefan Liebig. Und Hans-Christian Ströbel hat sich nicht zu Wort gemeldet. Ja, Herr Steinmeier, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das war jetzt die hohe Kunst des Eiertanzes. Also es ist sicherlich nicht einfach für Sie, aber wir müssen uns ja auf das beziehen, was Sie uns hier vorlegen. Und was Sie uns hier vorlegen, ist nach wie vor eine Mandatsverlängerung eines laufenden Mandates. Dieses Mandat bezieht sich immer noch auf die Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Wie das zusammenpasst, meiner und unserer Meinung nach überhaupt nicht. Und dieser schöne Satz, meiner und unserer Meinung nach überhaupt nicht, den hat vor einem guten Jahr der Kollege Helmich von der SPD-Fraktion hier vorgetragen. Dann hat die SPD-Fraktion auch konsequenterweise mit klarer Mehrheit mit Nein gestimmt zu diesem Mandat. Und auch der Abgeordnete Frank-Walter Steinmeier war darunter, der hier mit Nein gestimmt hat und beantragt nun in neuer Funktion als Außenminister die Verlängerung. Eine echte Zäsur, Herr Steinmeier, wäre, wenn Sie heute die Beendigung dieses Mandats vorgeschlagen hätten. Eigentlich gibt es hier im Parlament, das wissen ja auch alle, immer noch eine rot-rot-grüne Mehrheit für die Beendigung dieses Mandats. Wir finden auch immer noch, dass der Kampf gegen den Terrorismus zwar gewonnen werden kann, aber nicht als ein Krieg. Und deswegen sind wir als die Fraktion Die Linke auch nach wie vor gegen eine Verlängerung dieses Mandats. 13,5 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September ist die Welt eine andere geworden. Ja, es gibt auch immer noch internationalen Terrorismus. Aber die Begründung mit dem Bündnisfall, die ist ja nicht erst seit wenigen Wochen falsch. Diese Begründung war von Anfang an falsch. Es gab keine kollektive Verteidigungsnotwendigkeit, weil es wurde kein NATO-Mitgliedstaat im Mittelmeer angegriffen. Wir freuen uns aber, das will ich schon sagen, als Fraktion Die Linke, dass Sie wenigstens diesen Punkt jetzt inzwischen einräumen und sich da korrigieren. Noch vor wenigen Wochen hat mein Kollege Wolfgang Gerke hier gestanden und versucht, Ihnen zu erklären, dass die Aufhebung des Bündnisfalls wirklich dringend notwendig ist. Da wurde hier von Seiten der CDU-CSU-Fraktion dagegen gesprochen. Gut, dass Sie da in dieser Frage klüger geworden sind und uns nun zustimmen. Sie sagen nun, wenn man sich fragt, warum machen wir jetzt eigentlich weiter, da sagen Sie, man könne nicht einfach so aus einem von einem Bündnis beschlossenen, so einer Mission aussteigen. Gleichwohl schreiben Sie aber in Ihrer Antwort auf eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, dass eine deutsche Beteiligung an OAE explizit gar nicht angefragt worden sei. Das ist doch alles keine Grundlage für die Mandatierung hier. Wenn man das mal zusammenfasst, niemand in diesem Haus ist inzwischen mehr der Auffassung, dass die Bedrohung durch Terrorismus auf dem Seeweg nach dem 11. September noch besteht. Eine deutsche Beteiligung an OAE ist so explizit überhaupt nicht angefragt worden. Und noch vor kurzem war auch die SPD-Fraktion grundsätzlich gegen eine Verlängerung dieses überflüssigen Mandats. Es wäre eine gute Gelegenheit, heute hier damit Schluss zu machen. Nun machen Sie das nicht, also müssen wir vermuten, was der Hintergrund sein kann. Da müssen wir mal schauen, welche weiteren Missionen durch die Bundeswehr noch unterstützt werden. Und da sehen wir ein neues Mandat im Mittelmeer, Eurosur. Sie selber haben eben von der Kontrolle des Seeverkehrs gesprochen, Herr Steinmeier. Wir sind uns nicht sicher, ob hier nicht durch die Hintertür die Abwehr von Flüchtlingen im Mittelmeer weiter unterstützt werden soll. Wir können das auch nicht beweisen, aber wenn man sich die Fakten anschaut, dann gibt es kaum andere Vermutungen. Und das ist für uns schon ein Grund, warum wir dieses Mandat ablehnen werden. Die Abwehr von Menschen in Not, die sich auf den schwierigen und höchst gefährlichen Weg über das Meer machen, weil sie in ihren Heimatländern keinerlei Aussicht auf ein menschenwürdiges Leben sehen oder sogar ihr Leben bedroht sehen, das darf nicht gefördert werden. Vielmehr sollten wir darum kämpfen, den Menschen in ihrer Not zu helfen. Wir sind also der Ansicht, dass es keinerlei Gründe gibt, das Mandat um ein weiteres Jahr zu verlängern oder in ein neues Mandat umzuwandeln. Es gibt im Mittelmeer keine Bedrohung für Europa. Sehen Sie das ein? Und lassen Sie die Soldatinnen und Soldaten, die Schiffe und Flugzeuge in Deutschland und sparen Sie uns allen das Geld und die Mühe. Vielen Dank. Die Meinung der Linksfraktion vorgetragen von Steffen Liebig. Nächste Rednerin jetzt wieder Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen für die Bundesregierung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte, Herr Liebig, gleich auf Ihre Worte eingehen.
und Ihnen aufzeigen, dass das Handeln der Bundesregierung insgesamt konsistent ist. Der Kollege Steinmeier hat bereits erklärt, dass wir als Bundesregierung auf die berechtigte Kritik, die aus dem parlamentarischen Raum gekommen ist, eingegangen sind. Zu Ihrer Frage, dass wir nicht angefragt worden wären. Wir sind im Januar nicht angefragt worden wegen der Lücke des Mandates, aber wir werden im Februar wieder mit dabei sein. Damit unterstreichen wir auch unser Bekenntnis zum Bündnis und die unveränderte Bereitschaft, mit einem verlässlichen Beitrag auch die Lasten in der NATO gemeinsam zu tragen. Und zweitens, und das ist das Entscheidende, das Mandat ist der Einsatzrealität angepasst und wird sicherlich auch weiter angepasst werden. Im Oktober des vergangenen Jahres hat Deutschland bereits konkrete Vorschläge zur Überarbeitung des Operationsplans eingebracht. Das Ziel ist, das ist eben ausführlich dargestellt worden, die Entkopplung der Operation von Artikel 5 des NATO-Vertrages. Und mit diesem Ziel forcieren wir dann eben auch die Weiterentwicklung der Operation auf allen Ebenen. Nochmal zur praktischen Auswirkung. Zwei Aufgaben entfallen in Zukunft, nämlich die sogenannte Kontrolle des Seeverkehrs und die Unterstützung spezifischer Operationen der NATO zur Reaktion auf mögliche terroristische Aktivitäten. Das heißt konkret dann für die Bundeswehr. Zukünftig werden deutsche Einheiten nur noch in den integrierten Verbänden der NATO an OAE teilnehmen. Eine unmittelbare Unterstellung deutscher Einheiten im Transit durch das Mittelmeer unter das Kommando des Befehlshabers OAE wird zukünftig nicht mehr stattfinden. Und wie eben schon erwähnt, die personelle Obergrenze wird sinken von 700 auf 500 Soldatinnen und Soldaten. Das heißt, zusammengefasst, OAE soll weiterhin Garant für maritime Sicherheit im Mittelmeer bleiben, aber mit angepasstem Mandat. Und dafür bitten wir um Ihre Zustimmung. Soweit Ursula von der Leyen. Nächster Redner ist jetzt Friedhof Schmidt, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Operation Active Endeavour ist und bleibt bisher militärische Sondermission der NATO zur Aufklärung, zur Kontrolle des Seeverkehrs und zur Terrorbekämpfung im Mittelmeerraum. Das ist wichtig, das hier festzuhalten. Es ist mitnichten inzwischen eine Art Kooperationsplattform mit den Mittelmeerländern geworden. Das entspricht nicht dem juristischen Status dieser Mission. Wir haben seit langem kritisiert, dass die Begründung des Einsatzes mit dem Bündnisfall nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrages völkerrechtlich hochproblematisch, mindestens jedoch schon lange überholt ist. Und wir haben kritisiert, dass eine konkrete Bedrohungslage für einen solchen Einsatz seit langem nicht mehr erkennbar ist. Deshalb haben wir ein Ende der Beteiligung an dieser Operation gefordert und fordern es weiter. Und diese Position haben wir auch im letzten Jahr gemeinsam mit den Fraktionen der Linken und der Sozialdemokraten hier vertreten. Ich stelle erst einmal fest, dass die Bundesregierung diesen Argumenten und Einschätzungen in der Begründung des Antrages, den Sie uns heute vorlegen, im Wesentlichen folgt und Ihnen im Wesentlichen zustimmt. Das ist in der Tat eine wichtige Änderung der Position der letzten Jahre. Und das ist gut. Das begrüßen wir ausdrücklich. Die Bundesregierung tritt jetzt für eine Entkopplung von Artikel 5 ein und beschreibt die Bedrohungslage im Brief an die Fraktionen als abstrakt. Das ist wohl ein anderes Wort für nicht konkret vorhanden. Sie räumt ein, dass der Operationsplan nach wie vor vom Ziel der Kontrolle des Seeverkehrs ausgeht und von der Unterstützung spezifischer Operationen der NATO oder weiterer Partner gegen mögliche terroristische Aktivitäten im Mittelmeer. Und deshalb bedarf der Einsatz eines Mandates durch unser Parlament. Das ist wichtig und das stärkt den Konsens über den Parlamentsvorbehalt im Bundestag. Und auch das begrüßen wir ausdrücklich. Aber was schlagen Sie jetzt konkret in der Sache für den Einsatz der Bundeswehr vor und warum schlagen Sie es vor? Die Bundeswehr, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, soll an einer Sondermission sich beteiligen, die vor allem der Kontrolle des Seeverkehrs und der Durchführung von Antiterroroperationen dient. Und dann legen Sie im Mandat fest, dass Sie sich dabei nicht an der Kontrolle des Seeverkehrs und nicht an Antiterroroperationen beteiligen darf. Das ist absurd. Und begründen tun Sie diesen Vorschlag nach wie vor
mit der Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrages, die Sie erklärtermaßen selber für überholt halten. Was für ein absurder Kompromisstext der Großen Koalition. Hier, meine Damen und Herren, geht es um Gesichtswahrung von SPD und CDU/CSU und nicht um Sicherheit. Und dazu werden bis zu 500 Soldatinnen und Soldaten abkommandiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, wenn Sie die völkerrechtliche Grundlage für überholt halten, wenn Sie die Bedrohungslage konkret nicht erkennen können und wenn Sie den Operationsplan in zentralen Punkten für falsch halten, dann dürfen Sie die Bundeswehr nicht in diesen Einsatz schicken. Das diskreditiert nämlich alles, was wir über Mandatsklarheit sonst gemeinsam sagen. Dieses Mandat umfasst keinen sinnvollen Einsatz, sondern es beschreibt ein absurdes militärdiplomatisches Manöver, weil sich die Große Koalition nicht wirklich einigen kann und deshalb nicht die Kraft hat, in der NATO Klartext zu reden und auf die Beteiligung an der Operation Active Endeavour einfach zu verzichten. Deshalb kann ich meiner Fraktion nur empfehlen, diese absurde Konstruktion eines überflüssigen Mandates abzulehnen. Danke für die Aufmerksamkeit. Soweit Friedjof Schmidt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner jetzt der Philipp Missfelder, CDU/CSU. Die Hoffnung, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, die Hoffnung von Herrn Gerke muss ich leider enttäuschen, dass wir uns an dieser Stelle nicht einig sind. In der Tat ist es so, die völkerrechtliche Grundlage ist umstritten. Das haben wir hier mehrmals besprochen. Das ist mehrmals im Ausschuss ausführlich Gegenstand von Beratung gewesen. Die Koalition aus CDU, CSU und FDP hatte dort eine andere Auffassung als unser neuer Koalitionspartner, die SPD. Und ich bin gerade deshalb froh, dass durch diesen, ja, wenn ich das als Kunstgriff bezeichne, ist das, glaube ich, auch eine Interpretationssache, durch diesen Schritt es uns gelungen ist, einerseits der neuen politischen Konstellation hier im Parlament gerecht zu werden und gleichzeitig den Verpflichtungen, die wir selbstverständlich und im Bündnis haben, gerecht zu werden. Denn das gehört ja auch dazu. Wir können ja nicht einfach sagen, dass wir die Debatte, die wir hier bei uns führen, losgelöst sehen von der Diskussion in anderen NATO-Ländern. Und deshalb danke ich insbesondere der SPD-Bundestagsfraktion, dass sie zu diesem Schritt bereit war. Und ich glaube, dass man das an dieser Stelle ja auch durchaus positiv erwähnen muss, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Das Mandat hat sich aber auch verändert. Das Mandat hat sich verändert. Wir reden jetzt über eine Lagebilderstellung. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, auch ist es richtig, hier darüber zu diskutieren, wie wir insgesamt das Mittelmeer als die Gefahrenpotenziale, die sich im Mittelmeer bewegen, denn auch bewerten. Ich glaube, dass wenn man diese Situation und die Geschichte dieses Mandats sieht, eben ja oft der Vorwurf kam, es ist ja nicht zum Einsatz gekommen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das eher ein positiv zu sehen ist. Denn ich glaube, dass gerade insbesondere die langjährige militärische Präsenz in der Region dazu beigetragen hat und im Mittelmeerraum mit so einer integrierten Herangehensweise von so vielen Staaten dazu geführt hat, dass es auch eine gewisse abschreckende Wirkung gehabt hat. Und das ist doch eher positiv. Also ich würde mir einmal umgekehrt vorstellen, wir würden hier eine Geschichte eines Mandats diskutieren, wo wir allwöchentlich über spektakuläre und negative Dinge diskutieren müssten. Ich hoffe, dass das doch hier den breiten Konsens im Hause trägt, dass wir durch einen breiten Konsens hier im Hause getragen wird, dass wir eher der Meinung sind, dass wenn nicht geschossen wird, dass wenn es nicht zu spektakulären oder negativen Vorkommnissen kommt, ein Mandat auch erfolgreich ist, als dass man sich über Opfer unterhält hier in diesem Haus. Und ja, es wird hier gerade zwischengerufen, es wäre spekulativ. Ja, natürlich ist das spekulativ, aber weil ich nicht weiß, ob es die prohibitive Wirkung dieses Mandats über einen so langen Zeitraum wirklich stattgefunden hat oder eben nicht. Aber trotzdem schließe ich das deshalb nicht grundsätzlich aus. Und deshalb kann ich hier auch ruhigen Gewissens dem Deutschen Bundestag empfehlen, nachdem wir auch jetzt dieses Mandat neu aufgestellt haben und nachdem wir auch jetzt dieses Mandat auf eine verlässliche Grundlage gebracht haben, dass wir es für weitere 12 Monate verlängern. Nicht ohne Grund
haben wir ja begrenzte Mandate, die sich auch hier einer politischen Bewährungsprobe im Hause immer wieder stellen müssen. Und das kann in unterschiedlichen politischen Konstellationen, schwarz-gelb in der vergangenen Legislaturperiode, interpretiert worden sein oder jetzt in einer großen Koalition. Und die Veränderungen sehen Sie auch im Mandatstext. Und deshalb glaube ich, ist dieses Mandat auch zustimmungsfähig. Grundsätzlich sage ich aber auch noch eine Frage zu NATO-Einsätzen insgesamt. Die Zurückhaltung unseres Parlaments und auch unserer Regierung in der Kontinuität von vielen Vorgängerregierungen gegenüber Militäreinsätzen ist etwas Gutes und ist auch eine gute Errungenschaft unserer Demokratie. Die Bewährungsprobe durch den Parlamentsvorbehalt hier im Deutschen Bundestag ist auch eine gut geübte Praxis, die teilweise an ihre Grenzen stößt, aber im Großen und Ganzen die Funktionalität, die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr nicht eingeschränkt hat. Und vor dem Hintergrund ist das auch eine, ist das, wie wir in gängiger Praxis hier Bundeswehrmandate behandeln, eine gut geübte Sache und trägt dazu bei, dass die Akzeptanz von Bundeswehreinsätzen im Großen und Ganzen in unserer Bevölkerung auch angenommen wird. Ich sage aber auch, dass die Teilhabe, das wird Sie noch mehr ärgern von der Linksfraktion, dass die Teilhabe an internationalen Maßnahmen für uns auch ein wichtiger Bündnisbeitrag per se ist. Das heißt, wenn im Bündnis eine gemeinsame Entscheidung vorangetrieben wird, dann stellen wir uns nicht aus grundsätzlichen Erwägungen dagegen, sondern wägen ab, was ist im deutschen Interesse, wie riskant ist das für die Bundeswehr und wenn wir, wie in diesem Fall, zu einem Einsatz kommen, das Risiko, aber auch Chancen zur Teilhabe hier in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen, dann gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, uns gegen das Mandat zu stellen. Deshalb Zustimmung unserer Fraktion. Herzlichen Dank. Die Rede von Philipp Missfelder, dem außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion. Nach ihm jetzt Lars Klingbeil für die SPD. Der Kollege Lars Klingbeil für die SPD, sorry. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Missfelder hat es angesprochen, es ist in der Tat eine veränderte Situation. Wir haben eine neue Bundesregierung. Die SPD-Fraktion hat in den letzten Jahren immer wieder kritische Anmerkungen zu diesem Mandat auch gemacht. Und für uns war wichtig, dass wir erkennen, unsere Kritik wird in dieser neuen Situation aufgenommen. Sie findet sich auch im Text wieder. Lieber Kollege Liebig, da kann ich nur raten, da noch mal genauer hinzugucken an der einen oder anderen Stelle. Und ich kann Ihnen deswegen sagen, die SPD-Bundestagsfraktion wird dem geänderten Mandat Operation Active Endeavour zustimmen. Wir tun das, weil wir sehen, dass dieses Mandat sich verändert und unsere Kritik aufgenommen wird. Es handelt sich um ein Übergangsmandat, das wir hier beschließen und auf den Weg bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben als SPD-Bundestagsfraktion, das ist ja mehrfach angesprochen worden, in der Vergangenheit seit 2009 dem alten Mandat OAE nicht mehr zugestimmt, weil wir fachpolitische und rechtliche Bedenken hatten. Es hat sich aber nie um Bedenken über die Mission an sich gehandelt, wenn es darum ging, dass eine Aufklärungsmission im Mittelmeerraum stattfindet. Und es war ja faktisch in den letzten Jahren eine reine Aufklärungsmission. Unsere Kritik bezog sich auf zwei Punkte. Zum einen war es die Rechtsgrundlage der Mission. Es ist angesprochen worden, das Mandat hat sich immer noch auf 9/11 berufen, auf die UN-Resolution 1368 und 1373 sowie den Artikel 5 des NATO-Vertrages, also den Bündnisfall. Und wir haben schon seit 2009 hier im Parlament angemerkt, dass wir diese Legitimationsgrundlage nicht mehr als gerechtfertigt sehen. Und das hat sich heute im Jahr 2014 nicht verändert. Der zweite Kritikpunkt, den wir immer wieder hier auch vorgetragen haben, war die veränderte Einsatzrealität im Mittelmeerraum. Es lag länger keine konkrete Gefahrenlage vor und trotzdem war das mit Mandat mit exekutiven Befugnissen der Gewaltanwendung verbunden. Das war die Ausschaltung von terroristischen Einrichtungen, von der Terrorismusbekämpfung. Es war aber auch das sogenannte Compliant Boarding, wo es darum ging, dass Soldaten Schiffe mit Zustimmung der Kapitäne auch kontrollieren konnten. Aber auch das war in der konkreten Ausgestaltung ein Kritikpunkt, den wir hatten. Uns war völlig klar, dass wir dem Mandat in der bisherigen Form nicht zustimmen würden, dass wir einer schlichten Verlängerung des Mandates nicht zustimmen würden. Das haben wir hier im November und Dezember
als SPD-Bundestagsfraktion auch immer wieder deutlich gemacht, was unsere Kritik ist. Und wir haben jetzt gesehen, das alte Mandat ist zum 31.12.2013 ausgelaufen. Es wurde nicht verlängert. Und die neue Bundesregierung hat ein Mandat vorgelegt, das sich maßgeblich von dem bisherigen verändert. In der Argumentation sehen wir, dass viele unserer Punkte aufgenommen wurden. Es wird in der Argumentation der Rechtsgrundlage nicht mehr auf die UN-Resolution Bezug genommen. Es wird nicht mehr von terroristischen Angriffshandlungen geredet, sondern wir konzentrieren uns auf die Seeraumüberwachung und den Lagebildaustausch. Es wird auch deutlich in diesem Mandat, dass wir als Bundesrepublik eine Entkopplung des Einsatzes von Artikel 5 wollen. Das wird deutlich. Eine solche Entkopplung, das hat der Minister gerade angesprochen, bedarf allerdings immer alle 28 NATO-Staaten. Wir brauchen hier Einstimmigkeit. Aber ich bin mir sicher, dass die neue Bundesregierung innerhalb der NATO sehr schnell dafür sorgen wird, dass es hier Gemeinsamkeit gibt. Es liegen Vorschläge für die Veränderung des Operationsplanes auf den Tisch. Und ich bin mir sicher, dass es gelingen wird. Auch bei den Befugnissen der Gewaltanwendung sehen wir, dass das Mandat verändert wird. Wir sehen andere Rules of Engagement, die weder Compliant Boarding noch die Ermächtigung zur Gewaltanwendung beinhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns ist klar, dass es ein Übergangsmandat ist, das wir hier auf den Weg bringen. Es sind keine 12 Monate. Das Mandat wird kürzer sein. Und wir sehen noch viele andere Änderungen, noch, die mit diesem Mandat kommen. Das sogenannte Einmelden von Schiffen auf dem Weg zum Atalanta-Einsatz wird entfallen. Wir konzentrieren uns im Rahmen von OAE auf die ständigen Einsatzverbände der NATO. Wir senken die personelle Obergrenze von 5 auf 700 Soldaten. Und es wird insgesamt eine Reduzierung auf eine reine Aufklärungs- und Beobachtungsmission sein. Ich will an dieser Stelle dem Außenminister danken, dass hier die Kritik der SPD-Bundestagsfraktion aufgenommen wurde. Wir sehen, es findet sich hier eine veränderte Lage. Wir glauben, dass es richtig ist, diesem Übergangsmandat zuzustimmen. Wir sagen aber auch deutlich, dass wir wollen, dass ein weiterer Weg innerhalb der NATO gegangen wird und wir dann mit einem nächsten Mandat, wenn es hier in den Bundestag kommt, noch mal eine veränderte Situation haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Die SPD-Fraktion wird zustimmen. Vielen Dank. Lars Klingbeil war das für die SPD. Nach ihm jetzt als letzte Rednerin in dieser Debatte um die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Mittelmeer, Julia Barth für die CDU-CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 2014 feiern wir das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft für den Frieden und des Mittelmeerdialogs. Als eine Nation, die gerade einmal 1,1% der Weltbevölkerung vertritt, brauchen wir Freunde und Bündnispartner. Neben der Europäischen Union ist die NATO das wichtigste sicherheitspolitische Bündnis für Deutschland. Es liegt in unserem Interesse, gemeinsam mit unseren Partnern an einem Strang zu ziehen. Das gilt gerade auch für die NATO-Operation Active Endeavour. Die NATO funktioniert im Grunde wie ein Geländewagen. Sie besteht aus verschiedenen Bauteilen, die für ihre Handlungsfähigkeit und ihr Vorwärtskommen verantwortlich sind. Die USA nehmen derzeit eine herausgestellte Rolle als treibende Motorkraft ein. Die Frage ist, wie lange noch? Es zeigt sich, dass dieser Motor zu stottern beginnt. Ein Motor kann zwar antreiben, doch es braucht mehr, um seine Kraft umzusetzen. Die USA können und wollen die globalen Aufgaben aller Nationen nicht mehr übernehmen. Die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton hat deutlich gemacht, der Weg der USA führt weg von Nordafrika und vom Nahen Osten hin zum Pazifischen Ozean. Dadurch öffnen sich neue Lücken und Freiräume, die von anderen Nationen ausgefüllt werden müssen. Währenddessen reduzieren viele unserer europäischen Partner ihre militärischen Ausgaben. Gleichzeitig sind wir mit einer instabilen Lage in Nordafrika und im Nahen Osten konfrontiert. Unsere Präsenz in diesen Gebieten ist somit weiterhin gefordert. Die Lage in Ägypten bleibt weiter angespannt. Trotz der erfolgreichen Abstimmung zur neuen Verfassung
ist die Stabilität des Landes noch lange nicht wiederhergestellt. In Libyen geben undurchsichtige Milizen den Ton an. Im gesamten nordafrikanischen Raum breiten sich islamistische Gruppierungen aus, bestückt mit Waffen aus Gaddafis Lagern. Der gesamte Nahe Osten ist weiterhin ein Pulverfass, neben dem das Feuer in Syrien brennt. Die Seeraumüberwachung im Mittelmeer ist also notwendig, um frühzeitig über die Entwicklungen vor Ort auf dem Schirm zu haben. Zudem ist es unser Interesse, ein vertrauenswürdiges Verhältnis zu den Anrainerstaaten zu halten oder aufzubauen. OAE hat sich in der Vergangenheit bereits als Kooperationsplattform bewährt, zum Beispiel mit der Beteiligung Russlands. Neben der Informationsgewinnung hat OAE zweifelsohne positive Sicherheitsaspekte. Diese sind gerade für uns als Handelsnation von Bedeutung. Ich erinnere an die 220.000 Handelsschiffe, die jedes Jahr das Mittelmeer durchkreuzen. Deshalb haben wir als Deutsche und Europäer ein großes Interesse an der Operation Active Endeavour. Ein unilateraler Ausstieg Deutschlands aus der Operation hätte zudem weitreichende Folgen für unsere Stellung in der NATO. Er würde unsere internationale Verlässlichkeit infrage stellen. Wir müssen uns bewusst sein, dass sich unsere Freunde und Partner in EU und NATO auf uns verlassen. Deutschland kann als Anlehnungsmacht fungieren. Und als stärkste Wirtschaftsnation Europas sollten wir unserer Rolle gerecht werden und Verantwortung übernehmen. Wir sind ein verlässlicher Partner. Gleichzeitig können und wollen wir unsere Rolle in der NATO nutzen, um die Operation Active Endeavour auf neue Füße zu stellen. Das Aufgabenspektrum von OAE hat sich innerhalb der vergangenen Jahre gewandelt. Die einstmals als Antiterrormaßnahme konzipierte Operation übernimmt mittlerweile einen viel stärkeren präventiven Ordnungsfaktor. Unser Ziel ist die Entkoppelung der Operation von Artikel 5 und die Überarbeitung des Operationsplans. Wir haben dazu im April 2013 einen NATO-Beschluss erwirkt, der eine Perspektive für 2014-2015 aufzeigt. Wir haben den Stein ins Rollen gebracht, und jetzt ist es wichtig, den eingeschlagenen Weg zu Ende zu gehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen werden. Wir müssen uns aber weiterhin unserer Verantwortung stellen. Der vorliegende Antrag der Bundesregierung ist eine vorübergehende, aber notwendige Lösung. Mit diesem Übergangsmandat werden wir unserer bündnispolitischen Verlässlichkeit gerecht. Gleichzeitig machen wir unseren Willen zur gemeinsamen Seeraumüberwachung im Mittelmeerraum deutlich. Mit der Fortsetzung der Operation Active Endeavour übernehmen wir ganz gemäß unseres Koalitionsvertrags Verantwortung in der Welt. Abschließend danke ich allen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst in unserem Land, insbesondere all jenen, die für die Operation Active Endeavour eingesetzt wurden. Julia Barth war die letzte Rednerin in dieser Debatte zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes Operation Active Endeavour, der jetzt in den Ausschüssen beraten und hier im Plenum wieder vorgelegt wird. Vielen Dank, sonst hätte ich Ihnen natürlich noch einmal gratuliert im Namen des ganzen Hauses.